Turi 2TV, das Branchenfernsehen. Daniel Bröckerhoff, ständig präsent in sozialen Netzwerken, Blogschreiber und TV-Reporter, tritt jetzt ins Studio zu Heute Plus. Was reizt Sie am Newsgeschäft? Also erstmal habe ich jetzt jahrelang etwas längere Stücke gemacht, 6 Minuten, 7 Minuten Magazinstücke, Reportagen und wieder in dieses Schnelle reinzutauchen, macht auch Spaß, weil man doch unvermittelter dran ist, weil man genau mitbekommt, was gerade los ist und darauf eingehen kann. Was mich aber an diesem Format besonders reizt, ist natürlich, was Neues auszuprobieren, neue journalistische Formate auszuprobieren, anders mit Nachrichten umzugehen, als das bis jetzt der Fall war. Und dafür gehe ich auch gerne ins Studio. Sie sind ja jetzt sowas wie die personifizierte Nachrichtenhoffnung des ZDF. Um Gottes Willen, nicht so viel Druck. Ich glaube schon, dass da viel Erwartungshaltung da ist und natürlich versuchen wir damit so gut und so lässig, wie es geht, umzugehen. Richtig Hoffnung will ich da aber jetzt nicht niemandem machen. Also ich finde, das ist dann zu viel Erwartung, wo man auch einfach gucken muss, was kann man eigentlich leisten. Also Nachrichten sind immer noch Nachrichten und Nachrichten werden sich in ihrem Kern nicht verändern. Das ist journalistisches Handwerk, man muss gucken, was ist passiert, man muss bei den Fakten bleiben. Bei uns geht es auch um die Form, wie es anders präsentiert wird. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen abstrahlen kann in die anderen großen Flaggschiffe. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt komplett alles revolutionieren werden und auch nicht können, weil Nachrichten sind halt Nachrichten. Heute Plus soll ja ein Format werden, das Haltung zeigt. Wie wollen Sie dem Ihren Stempel auch aufdrücken? Wie ist so Ihre ID als Anchor des Ganzen? Meinen Sie jetzt die Schluss der Moderation, wo Herr Wickert immer gesagt hat, eine grusame Nacht? Ich bin gerade noch am Feilen, was man so sagen könnte. Ich habe so ein paar Ideen, die verrate ich jetzt noch nicht. Da sind wir gerade noch am Überlegen, was jetzt die beste wäre. Tatsächlich geht es bei uns schon sehr um den Moderator. Auch meine Kollegin Eva-Maria Lemke ist ja da und wird sich in ihrer journalistischen Haltung präsentieren. Und was wir halt machen wollen, ist so ein bisschen so von dieser Nachrichtenkanzel runterkommen und eher in so einen Dialog treten. Was ist denn wichtiger, was die Journalisten denken oder also die Journalisten in Mainz in der Redaktion oder was die Nutzer den Tag über so durch die sozialen Netzwerke in die Redaktion hineinspülen? Ich würde da jetzt kein Gefälle aufmachen. Ich glaube, es ist ein Miteinander. Also es gibt sehr gute Impulse aus sozialen Netzwerken, das haben wir auch jetzt schon gemerkt, wo wir auch drauf eingehen. Also wir sind ja gerade in der Testphase, laden Beiträge hoch und dann kamen auf den Beitrag zum Beispiel über einen Flüchtling aus Syrien, kamen bestimmte Fragen so. Wieso darf der nicht arbeiten? Kann ich einen bei mir aufnehmen? Wie ist die rechtliche Lage? Und da haben wir dann ein Follow-up gemacht und sind darauf eingegangen. Und da gucken wir dann schon, was ist da noch an Unklarheiten, die man irgendwie versuchen muss zu beseitigen. Auf der anderen Seite natürlich muss man auch gucken, was ist denn tatsächlich gerade auf der Welt passiert, was Relevanz haben könnte und das nicht völlig ignorieren, weil jetzt eine bestimmte Masse gesagt hat, wir wollen aber das eine Thema behandelt haben. Aber ich glaube, wir werden so versuchen, das im Gleichgewicht zu halten und immer mit der Community, die wir dann hoffentlich in wachsenden Zahl haben, zusammenzuarbeiten. Wie lange wird es denn aus Ihrer Sicht noch lineare Nachrichten im ZDF geben? Ich habe keine Ahnung. Ich mag auch echt keine Glaskugel gucken mehr, weil das wird einem dann vorgehalten, dann wird gesagt, da lag es wieder falsch. Ich glaube, dass es Nachrichten immer geben wird. Und im Endeffekt wird es, glaube ich, irgendwann egal sein, ob man sie im Livestream guckt oder dann aus der App eine halbe Stunde später oder halt auf dem Fernsehgerät. Das wird irgendwann alles zusammengehen und dann meine Tochter weiß heute schon nicht mehr, ob sie IPTV guckt, Kabelfernsehen guckt oder das aus einer App heraus guckt. Daniel Bröckerhoff, schönen Dank.